Herzlich willkommen in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert, Ausgabe 11. Ich freue mich. Was macht der dicke Mann in der Küche? Er kocht eine Katze heute, denn, Stinky, guck, da musst du jetzt rein. Denn ich will mal Parteichef werden und jeder Partei... Was ist denn? Komm, ich will Parteichef werden und jeder Parteichef muss lustige kleine Tiere kochen. Und jetzt gehst du da rein, schauen Sie mal. Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort heraus. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und dann langsam die Temperatur erhöhen, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. So viel zum netten Herrn Rösler. Golden River Chestet, die Haus- und Hofkapelle, ab heute hier in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert. Frosch jemand, Gummifrosch allerdings, liebe Tierschützer zu Hause. Diese wundervolle Kapelle finden Sie auch im Netz. Die E-Mail-Adresse ist unten eingeblendet. Aber wir haben noch mehr Gäste. Hände frei machen, ihr braucht sie gleich wieder. Denn wir brauchen unseren Gäste-Vorstell-Musikeinspieler, bitte. Domi Bade ist heute hier auf dem Sofa zu Gast und Domi Bade ist Liedermacher aus Südhessen, kann man das so sagen? Ja, nein. Nicht in Hessen, ich bin aus Frankfurt. Nichts Französisches, Spanisches, Italienisches in dir? Ist Dominik vielleicht nicht so ein französischer Name? Ja, und du isst gerade ein Frosch, also so gesehen. Ein Frosch. Besser kann es nicht kommen. Freundinnen und Freunde, wie komme ich auf Südhessen? Das war doch eine MDR-Brücke, oder? Ich komme darauf, weil die Kanzlerin ja gesagt hat, liebe Südländer, arbeitet mehr und geht nicht so früh in Rente. Dominik Bade, als Liedermacher, wann geht man da in Rente? Wahrscheinlich so in 50 Jahren. 50 Jahren, im Falle von Griechenland wären das 80 Jahre auf... Ja. Dann bin ich 102. 103. Du bist 23 frische Lenze alt. In diesem Alter sind andere schon Formel-1-Weltmeister. Ja. Und ich Liedermacher. Wir werden die Kunst heute noch hören. Ja, wir haben leider keinen Platz für den Nürburgring, aber wir haben Platz für Domi Bade hier im Wohnzimmer. Und wir haben auch einen Mann fragen wollen, was hält er eigentlich von den Kanzlerinnenäußerungen, nämlich Bruce Dernell. Sie wissen ja, das ist der Politikexperte bei der ARD. Und Bruce Dernell, als wir geklingelt haben, war leider nicht zu Hause, aber Bruce, sein Bruder. Move your body. Ich finde persönlich, das ist nicht gut, was die Frau Bundeskanzlerin sagt. Ich habe mit meinem Bruder auf der Baumwollplantage gearbeitet, sehr lange und sehr hart. Und ich sehe nicht ein, warum die Ausländer kürzer arbeiten sollen. Haben Sie vorhin die Kanzlerin bemerkt, die sich ins Bild geschlichen hatte? Wir haben sie noch da. Bist du Kanzlerin-Fan, Domi? Ich darf das gar nicht so sagen. Ich sag mal, ich toleriere sie. Weil ich bin aus einer CDU-Familie. Was? Ich bin aus einer CDU-Familie. Ich hab's nicht verstanden. Aus einer CDU-Familie bin ich. Kenne ich nicht das Wort. Egal. Ja. Das ist also das Porno von, wissen wir nicht. Ja. Aber, was hast du denn eigentlich noch? Du hast noch mehr Blätter. Ja, ich habe noch mehr Blätter und du rätst, von wem das die Pornosammlung sein könnte. Von wem könnte das sein? Wer ist denn das? Das ist ein Zimmermädchen. Ein Zimmermädchen. Domi? Deine? Nico Strauss-Kahn, richtig. Das ist ein Punkt. Warte auf, ich habe noch mehr. Von wem könnte das die Pornosammlung sein? Weil es kein Scheiß, es ist wirklich von Dominik Strauss-Kahn. Ja. Okay. Von wem ist das die Pornosammlung? Es fehlt ein bisschen das Messer auf dem Bild, gebe ich zu. Sag's mir. Kachelmann. Ja. Und hier habe ich noch eine Pornosammlung. Von wem könnte die sein? Bin Laden. Das ist richtig. Ja. Osama Bin Laden, da hat man ja, das CIA hat ja Pornos daraus getragen und uns ist ein solcher Pornofilm zugespielt worden. Und wissen Sie, wann Sie den sehen? Den sehen Sie gleich nach der Werbung. Ja, nee.
Verarscht uns doch. Ich? Ja, stimmt. Ist überhaupt nicht CIA dran. Aber der CIA hätte jetzt bestimmt hier angerufen und wollte uns verbieten, dieses Porno zu zeigen. Das ist eine ganz schön sexuelle Sendung hier. Und du bist der Gast. Ja? Jetzt verstehe ich's. Leg dich schon mal hin. Es gibt heute auch noch ein Lied von Domi Bade, Liedermacher aus Frankfurt. Das heißt Über die Liebe. Das heißt Auf die Freundschaft. Genau. Und das werden wir hören nach dem pornografischen Inhalt. Hast du das hier gezeichnet? Das hat Osama Bin Laden höchstpersönlich gezeichnet. Und ich glaube, an dem Ding daneben hat er sich ein bisschen... Ja, aber gucken Sie selber, was der so in der Pornosammlung hat. Girls Gone Wild is going under the veil with Burka Girls Gone Wild. Take a look at this. That's right. Full frontal. Nose, chin, mouth, and even smiles. These shrouded vixens are ready to take back the late afternoon. Oh, and did I mention ankles? Burka Girls Gone Wild. Order today and get your free bonus video. Wet Burka Contest. Order now. Können Sie kaufen unter www.taliban.com. Domi Bade, Liedermacher aus Frankfurt, gibt uns jetzt ein Porno für die Ohren. Das Lied heißt Auf die Liebe. Auf die Freundschaft heißt das. Auf die Freundschaft heißt der Song. Und jetzt mal ganz im Ernst. Domi Bade finden Sie auch im Netz. Adresse ist unten eingeblendet. Und Domi Bade hört sich genau so an, wie es jetzt bei Unser Leben ist. Live gespielt, Domi Bade und Band Auf die Freundschaft. 1, 2, 3, 4. Lang nicht mehr jung, es glaubt ihr auch nicht, aber sei es drum. Wir haben viel erlebt und noch mehr zu erzählen. Von wegen Liebe und Hass in der Welt, Problemen, Frauen und dem Geld. Und mein Kumpel erhebt sich und er spricht einen Toast auf das, wofür es sich zu leben lohnt. Auch wenn da viele Dinge sind, sie sind doch alle nicht so schlimm. Denn wie kommen wir schon hin? Auch wenn da viele Dinge sind, wir überstehen sie ganz bestimmt, weil wir Freunde sind. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat, daraus ziehen wir unsere Kraft. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat. Auf die Freundschaft, uns zu sitzen wie hier, tief in der Nacht bei dem siebten Bier und philosophieren über Dinge, die uns stören. Denn irgendwie ist das schon mega krass mit diesen Spezien und Herren. Hass, Hass, Hass und dem Krieg und dem Frieden und so. Und mein Kumpel kommt wieder mit seinem Tod. Auch wenn da viele Dinge sind, sie sind doch alle nicht so schlimm. Denn wie kommen wir schon hin? Auch wenn da viele Dinge sind, wir überstehen sie ganz bestimmt, weil wir Freunde sind. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat, daraus ziehen wir unsere Kraft. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat. Auf die Freundschaft! Wo wären wir? 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 Wo wäre ich? Ohne euch. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat, daraus ziehen wir unsere Kraft. Auf das Beste, was uns dieses Lebens gegeben hat. Auf die Freundschaft, auf die Freundschaft. La da 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 da. Thank you.
auf die Freundschaft, auf die Freundschaft, auf die Freundschaft. Domi Bade, auf die Freundschaft. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du das vorgestellt hast. Wo kann man das Lied kaufen, wenn ich jetzt völlig heiß bin und will das haben? Ich glaube, ich verschenk's. Ich verschenk's bald. Also noch habe ich keine Aufnahme gemacht. Bald gibt's eine und dann gibt's das zu verschenken im Internet. Auf der Homepage, die vorhin mal unten eingeblendet war. Und die wir jetzt vielleicht auch nochmal unten einblenden. Die jetzt unten eingeblendet. Wir können ja die ganze Zeit Sachen einblenden. Gewinnspiele können wir auch einblenden. Letztes Mal haben wir ein Gewinnspiel gemacht. Da war gefragt, wie heißt der Philipp Rösler, unser Bundes... Was ist er jetzt? Dingsbumsminister, man kann ja so schnell, kommt man gar nicht mehr mit. Wie heißt der mit Vornamen? Die richtige Antwort hatten viele Leute und es ging darum, um diese Original-Autogrammkarte von Philipp Rösler. Und Domi, du darfst jetzt einen Gewinner ziehen. Zieh mal einen Zettel hier raus und lies mal vor. Ah, Stefan aus Berlin hat gewonnen. Wir haben Zuschauer in Berlin, ist das Wahnsinn. Das krass, ist Wahnsinn. Cool. Stefan aus Berlin hat gewonnen. Wundervoll. Dieses Autogramm ist auch weg und wir haben ein neues Gewinnspiel und das sehen Sie hier. Gesucht ist ein deutsches Versicherungsunternehmen. Vielen Dank. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass Sie alle gewinnen, 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 gewinnen. Danke, Domi, dass du hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und war's schön? Das war sehr schön. Das freut mich. Und ich musste mich nicht ausziehen. Ich habe ja befürchtet, dass ich mich ausziehen muss. Ja, ja. Jetzt ist aber auch leider schon zu Ende. Und danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal in der wunderbaren Welt des Herrn Ebert mit Band. Hier ist er nochmal, das Golden River Jazz-Tet.